Buena Vista Games. Square Enix. Und vieles von Disney. Und zusammen willkommen zu Kingdom Hearts 2, ein neues Let's Play auf meinem Kanal. Worum es geht in Kurzform, bevor es gleich losgeht: Es ist ein Rollenspiel nach klassischer Art, nach super gemachter Art von, ja, Square Enix in und mit Disney. Und wie das alles geht, das erkläre ich, wenn das Spiel losgeht. Erstmal ein neues Spiel für Anfänge und Vibration aus. Stereo. Gut. Es geht weiter mit den Zwischensequenzen. Die sind ja auf Deutsch. Und solange halte ich die Klappe. Auf geht's. Ein Traum in alle Winde verstreut, eine verblassende Erinnerung. Eine verblassende Erinnerung wie ein in alle Winde verstreuter Traum. Ich möchte diese Bruchstücke zusammenfügen. Deine und meine. Thank you.
Ich habe dich erwartet. Ich habe ihn getroffen. Er ähnelt dir wirklich sehr. Alles, was übrig ist, oder vielleicht gab es auch nie mehr. Mein Name ist bedeutungslos. Was ist mit dir? Erinnerst du dich an deinen wahren Namen? Sora? Hast du mich erschreckt, Kai? Du gibst schon auf? Wenn es da draußen noch andere Welten gibt, warum sind wir dann in der hier gelandet? Diese Welt ist verbunden worden. Wer ist da? Verbunden mit der Dunkelheit. Sora. Bleib immer, wie du bist. Die Tür hat sich geöffnet. Was? Du begreifst noch überhaupt nichts. Sora. Schon wieder träume ich von ihm. Twilight Town. Der erste Tag. Leute, stinkt euch das nicht auch? Ja, das ist eine Frechheit. Sie ist mal weggegangen. Es stimmt hier, dass Sachen in der Stadt gestohlen wurden. Und wir und Cyphers Bande waren uns noch nie grün. Kein Wunder also, dass er glaubt, wir stecken dahinter. Das kann er halten, wie er will. Aber das ist es ja auch nicht, was mich so aufregt. Was mich wirklich aufregt, ist, dass sie überall in der Stadt herum erzählen, wir seien die Diebe. Jetzt behandelt uns die ganze Stadt wie irgendwelche Verbrecher. Wart ihr schon mal im Leben so sauer? Also ich noch nicht. Nein, noch nie. Ach, was unternehmen wir also, Leute? Also... Wir könnten die echten Diebe finden. Damit wäre unsere Unschuld bewiesen. Ja, klingt nach einer prima Idee. Aber was ist mit Cypher? Zuerst müssen wir unsere Namen reinwaschen. Wenn wir die echten Schuldigen finden, dann werden wir hoffentlich Ruhe haben. Oh nein! Es ist weg! Unser... ist weg! Was? Unser... weg?
Ihr könnt nicht sagen? Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Dass unser weg ist. Gestohlen. Und nicht nur das, auch das Wort wurde uns geklaut. Was für ein Dieb ist denn das? Also Cypher wäre dazu niemals fähig. Ja. Los, gehen wir der Sache auf den Grund. Sein Herz kehrt zurück. Schon bald wird er erwachen. Roxas, komm! Hier drüben! Okay. Ja, bewege den linken Analogstick bis zum Anschlag, damit Roxas läuft. Bewegst du den Stick nur leicht, geht Roxas langsamer. Springe mit Kreis. Geh zum Rüstungsladen. Das ist wohl dort. Wenn du nicht mehr weißt, was du als nächstes tun musst, drücke Start, um dein Ziel anzuzeigen. Okay, und somit nochmal ein herzliches Willkommen zu Kingdom Hearts 2. Ich denke, die Serie ist bekannt, berühmt und ja, gibt nichts Schlechtes. Ich lade schon ein bisschen herum, um euch das Spiel zu zeigen. Ich kann jumpen mit Kreis. Ich spiele es auf Emulation. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen zumutbar und wenn nicht, dann bitte gib mir Feedback und ich werde es mir kaufen. Also, das ist die PS2-Version, ne? Es gibt natürlich schon längst Final Mix, 2,5 Mix, 2,8 Mix und so weiter und so fort. Mit Kantenglättung, mit leichtem, ja, alles abgeglichen, alles schön auf HD getrimmt. Aber die Grafik, ich hab's gesehen, ist nicht viel besser als das. Und wegen dem bisschen Kantenglättung, ja, ich weiß nicht, ich finde, so viel Unterschied macht es ja auch nicht. Und auf PS3 habe ich ja auch selten mehr als 40 FPS, also ich kann es ja noch hochrenden, aber es ist ein über 10 Jahre altes Spiel, soweit ich nachgeschaut habe. Jo, und was die Serie sonst noch so zu bieten hat, das erkläre ich im weiteren Spielverlauf erstmal. Was gibt's zu tun? Berührst du im Sprung oder im Wahl die Kante eines Gebäudes, kannst du dich festhalten und hochziehen. Wende diese Technik an, um Zugang zu verschiedenen Orten zu bekommen. Okay. Dann wollen wir mal mit der Suche anfangen. Hey, Roxas. Ja? Hätte nie gedacht, dass du sowas machen würdest. Hä? Wir haben nichts gestohlen, ist das klar? Ich würde euch ja gerne glauben, aber wer sonst würde ich denn stehlen? Vielleicht ziemlich viele andere auch. Was denn? Als ob ihr das nicht wüsstet. Also ich würde es euch nicht sagen. Also was bist denn du für ein Arsch? Beschuldigen aber da nicht. Ich sag nichts. Geht und fahrt beim Accessoireladen. Ja, gut. Ihr seht auch viel klüger aus als du, Schmalztonne. Und was ist sicher... Ach, okay. Na los, Roxas, frag sie. Okay, was gibt's denn zu fragen? Ja. Situationskommandos werden verwendet, um der Situation angemessene Aktion auszuführen. Och, ne, ja, wirklich? Geh zum Accessoireladen, woraufhin das Situationskommando sprechen erscheint. Drücke Dreieck, um mit der Ladenbesitzerin zu sprechen. Aber mit der rede ich auch viel lieber. Okay. Ah, ich muss erst drücken. Sprich mit der... Ja, ist er klug. Ist er gut. Hi, Schätzelein. Oh. Oh, hallo, Roxas.
Situationskommandos tauchen bei den verschiedensten Gelegenheiten auf und erweisen sich als äußerst nützlich. Benutze Situationskommandos, wann immer es geht. Ja. Oh, du bist es, Roxas. Bitte enttäusch mich nicht. Bei was denn? Du warst immer einer meiner liebsten Kunden. Danke. Ich bin kein Dieb. Na gut. Na gut. Ja, wenn du sagst, ja, ich glaube eh alles von dir. Es ist gar nicht lustig, wenn einen plötzlich alle verdächtigen. Dann musst du einen Weg finden, deinen Namen reinzuwaschen. Was ich persönlich für eine Dummheit halte. Also wenn man nichts gemacht hat, muss man auch nichts erklären. Ne? Und wenn man was erklärt, dann macht man sich noch mehr schuldig. Also das zum Beispiel bei Columbo, ne? Da kommt immer der Mörder. Ja, wissen Sie, der Mord könnte doch gewesen sein, indem er sich den Schuh ausgezogen hat, dann aufs Dach gesprungen ist, dort dann sich am Kamin festgehalten. Nein! Wenn jemand nichts gemacht hat, dann sagt man, keine Ahnung. Ne? Aber gut, ist ja nur ein Spiel. Die Frau vom Süßigkeitenladen ist auch ziemlich enttäuscht von dir. Huhu, ich zieh einfach mal weg. Okay. Jut. Roxas, hast du meine Katze irgendwo gesehen? Da oben. Komm halt mal aus dem Laden raus, Omi! Nee! Bewege die Kamera mit dem rechten Stick. Drücke die R3-Taste, um sie in eine Ausgangsposition zu bringen. Drücke R1, um bestimmte Dinge anzuvisieren. Und das klappt echt? Wenn du etwas anvisiert hast, wird die Kamera dieses Ziel automatisch im Blickfeld behalten. Visiere die Katze an. Okay. Was? Das klappt ja wirklich. Hey, das ist Emulation. Okay, was mit R? Ah, okay. Das Anvisieren hilft dir, ein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die Kamera kann währenddessen kontrolliert werden. Drücke R1 erneut, um die Anzahl aufzuheben. Einfach! Ich bin der Master auf Desaster hier. Vielen Dank, Roxas, dass du meine Katze anvisiert hast. Ist Ihnen auch etwas gestohlen worden? Aber ja doch, etwas, was mir sehr wichtig ist. Ich sage jetzt nichts dazu. Das ist die Sache ihres Mannes. Nein, Spaß. Ich versichere ihn, wir machen das nicht. Was gibt es überhaupt? Ich glaube euch, weil ich auch nicht weiß, was es ist. Sorry, ich kann es gerade nicht so ernst nehmen. Das ist sehr nett. Danke. Was hat man ihn denn gestohlen? Genau, was ich meine. Sie beschulden sich, aber keine Sau weiß, um was es eigentlich geht. Mein Bindestrich. Mein wertvolles Bindestrich. Sieht so aus, als würde jemand überall Bindestriche stehlen. Sorry. Und nicht nur Bindestriche, auch Punkt. Sorry, ich höre ja auf. Sondern auch das Wort Bindestrich an sich. Oh, der böse Duden! Holt den Duden zurück! Sorry. Das ist kein normaler Dieb! Ob Seife irgendwas über die Sache weiß? Wir sollten mal mit ihm reden. Los, auf zum Turnierplatz! Okay. Bindestrich jagt. Wer findet den Duden? Okay. Ich bin ja ruhig. Wow, sieht gut aus, ne? Also für 10 Jahre altes Spiel. TLTW. Das heißt wohl Twilight Town. Oder was? Naja. Hey, den Charakter kenne ich aus Final Fantasy 10. Nein, 9. Nein, Moment jetzt. Doch, 10. Nein, 9. Sorry. Ach ja. Starker Konter, Blondschopf. Wie hast du mich genannt? Du kannst uns jetzt unser wiedergeben. Ihr seid die einzigen, die es klauen würden, klar?
Das war nämlich der eindeutige Beweis dafür, dass wir euch Verlierer besiegt haben. Was habt ihr damit gemacht? Es verbrannt? Ha, aber wir brauchen keinen, um zu beweisen, dass ihr Verlierer seid. Neues Match. Meine Rede. Jetzt hab ich aber Angst. Wenn ihr euch zu Boden werft Sorry. Und brav entschuldigt, belasse ich es vielleicht dabei. Roxas! Ach so, es geht los. Okay. Waffe aufheben! Dieser Knüppel sieht wie aus wie... Was? Sieht wie ein Schwert aus. Hallo Grammatik. Und hat einen Handschutz. Das schützt einen gut gegen Angriffe. Okay, gut. Der Defensive den Vor... Was? Der Defensive den Vorzug geben? Nein, ich nehme etwas anderes. Das ist genau das Richtige. Ach so, man kann hier wählen. Okay. Und was ist das hier? Es sieht aus wie ein Stab aus. Du kannst damit ungewöhnliche Attacken ausführen. Ungewöhnlichen Attacken vorzugeben. Ach so, man kann jetzt wählen. Okay. Schicki. Alles Schickis nur. Ein Knüppel, wie er im Strackelkämpfen verwendet wird. Er ist sehr leicht und lässt sich gut schwingen. Da kenne ich was anderes auch. Okay. Na, ich glaube, den gemacht. Der gefällt mir. Ja. Der Offensive den Vorzug geben. Ja, soll mir. Offensiv, defensiv. Was ist besser? Das weiß ich jetzt gar nicht. Puh, was soll ich denn nehmen? Offensiv, defensiv. Ach komm, ich rühre mich, ich bin ein Action-Fan. Ja, offensiv, komm. Ja. Hoffe, ihr könnt mich hören. Deine Kampfmoral hat sich verbessert. Boah, aber wenn ich einen Gummiknüppel auflese. Hoffe, ihr könnt mich hören. Das Sound ist laut. Roxas, konzentrieren. Ja, Yoda. Die Leiste in der rechten unteren Ecke. Red nicht, wenn ich red. In der unteren Ecke ist die HP-Leiste. Also wahrscheinlich Health Point. Lebensleiste. Du verlierst Leben. Ha! Lebensenergie, ich sag's ja. Wenn du Schaden nimmst und dein Kampf ist zu Ende, wenn deine Lebenspunkte auf Null sinken. Okay. Die blaue Leiste in der rechten unteren Ecke ist die MP-Leiste. Sie für ihr Kraft. Ah, Kraft. Sonst wäre es Magie. Die dir jetzt nicht zur Verfügung steht. Wenn du dich einem Ziel näherst, erscheint eine orangefarbene Markierung. Drücke X, um anzugreifen. Ah, okay. Geh zu Seife und kämpfe mit ihm. Also gegen ihn ein. Okay. Jetzt bin ich auf über 30 FPS. Nachdem du einen Gegner mit deinem Angriff getroffen hast, setzt du deine Attacken fort, um mächtige Kombos auszulösen. Drücke X in schneller Folge. Ah, jetzt habe ich... Okay. Komm hör mit dem Gehampel auf und kämpfe. Kannst du also hier alles ein bisschen dieselben Synchronsprecher sind? Information, besiege Seife! Okay. Na gut. Bei Kämpfen sagt die FPS-Rate hier unten. Das ist nicht gerade gut, aber dafür gibt es eine Lösung. Hatta! Ja, er fällt auch mal wie... In Street Fighter. Bam, bam, bam. Gut. Jetzt ist hier voller Jumpen, ey. Pfui, das kann man nicht. Ah, Gummiknüppel. Bitte sag mir, dass es jetzt nicht immer so ist. Cypher ist nur schlecht drauf, klar? Das Turnier entscheidet. Hey, Paparazzo.
Was ist denn das? Wer war das denn? Der Dieb? Gar nicht creepy, nein. Waldstück. Okay. Gut. Wir gehen mal nach. Und falls jetzt die Qualität noch nicht so berauschend ist, keine Sorge, ich werde mich darum kümmern, dass es in nächster Zeit besser wird. Und für die schlechte Quali jetzt, falls es schlechte Quali ist, dann entschuldige mich jetzt schon mal. Das alte Herrenhaus. Weiß ich der Diebel. Lass grüßen. Okay, die Fremdsorte kriege ich mal ab. Wer bist denn du? Okay, Kämpfe gegen mysteriösen Gegner. Ja, wenn es sein muss. Lass mich mal mit 30 FPS. Dankeschön. Wo ist er? Ach so. Ja. So macht es auf jeden Fall Spaß. Ach so. Jetzt ist es... Okay, er geht auf den... Dickes Spiel, was? Ach so, ich kann ihn verwirren. Ich sollte vielleicht anvisieren, ne? Sorry, wenn die Qualität gerade nicht die beste ist. Anvisierst du überhaupt an? Das bringt nichts. Genau. Alter, bitte rumtümpseln. Okay, es geht hier zu Schlüsselschwert. Tja, was das ist? Keine Ahnung. Schlüsselschwert. Sieht ja komisch aus. Jetzt? Okay. Versuchen wir es. Danach ist dann Schluss für diesen Part. Bam, bam, bam. Okay, ich muss ihn immer wieder... Du warst schon so nervt, oder? Bam! Voll in die Fresse. Läuft. Das geht ja. Geh nah ran, um Kugeln aufzusammeln, die Gegner fallen lassen, nachdem sie besiegt wurden. Gelbe Geldkugeln. Gelbe Geldkugeln bringen Taler und grüne Kugeln dann die Lebensenergie leiste wieder auf. Lebensenergie, sorry. Gut. Ja, war nur Postkarten. Und weg ist er. Wann war das? Ich war sein erster Kunde, nachdem er den Laden übernommen hatte. Das hier ist ein Andenken daran. Ein Foto zur Erinnerung. Huch! Hurra! Jetzt haben wir auch das Wort wieder. Los, Roxas, erzähl uns von dem Fotodieb. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Die Fotos lagen einfach da. Wie beweisen wir dann, dass nicht wir sie gestohlen? Etwa ein Date? Du strahlst ja richtig. Unsinn. Sag mal, ist sonst noch jemandem aufgefallen, dass Roxas auf allen gestohlenen Fotos drauf ist? Ach so. Deshalb dachten alle, wir wären es gewesen. Dann hat Cypher uns also gar nicht überall angeschwärzt. Bin ich echt auf allen drauf? Ja. Siehst du? Hier auch. Auf jedem einzelnen.
Vielleicht wollte der Dieb ja eigentlich Roxas stehlen. Das wäre abgefahren. Jetzt dreht kein Blödsinn. Warum sollte wohl jemand eine Pappnase wie Roxas klauen? Selber Pappnase. Wo bin ich? Wer ist da? Wer bist du? Wiederherstellung bei Wolfgang. Diese lästige Organisation 13. Sie haben uns entdeckt. Aber warum sollten die niemanden Fotos klauen? Beides sind lediglich Daten. Diese Narren sahen da wohl keinen Unterschied. Uns bleibt nicht viel Zeit. Namini muss sich beeilen. Moment mal, was ist mit meinem Haus, meiner Insel? Rico! Kai! Wer bist du? Einfach auf mich auf. Solange du das Schlüsselschwert schwingst. Warum kommst du nicht mit uns? Wir können mit unserem Schiff zu anderen Welten fliegen. Sora, geh mit ihm. Vor allem, wenn du deine Freunde finden willst. Gestalten? Goofy? Ich bin Sora. Ich komm mit euch. Die Herzlosen fürchten das Schlüsselschwert. Genau. Das Schlüsselschwert. Also, das ist der Schlüssel. Aber der Junge ist ein Problem. Er hat eins der Schlüssellöcher gefunden. Das Schlüsselschwert? Das Schlüsselschwert. Was hat's damit auf sich? Oh. Tut mir leid. Danke. Glaubt ihr, dass wir immer so wie jetzt zusammen sein werden? Das hoffe ich sehr. Wie kommst du denn jetzt auf die Schiene? Ach, nur so. Ich hab bloß laut gedacht. Ich bezweifle, dass wir ewig zusammen sein können. Erwachsen werden bedeutet eben auch Veränderung. Aber wichtig ist nicht, wie oft wir uns sehen, sondern wie oft wir aneinander denken. Stimmt's? Hört, hört, Heiner der Weise. Das war's. Du kriegst kein Eis mehr. Leute, was soll eigentlich die gedrückte Stimmung heute? Vielleicht liegt es an dem Andenken, Dieb, von gestern. Quatsch.
Wisst ihr, woran es liegt? Die Sommerferien sind bald vorbei. Das schlägt aufs Gemüt. Aber ich hab eine Idee. Wir fahren alle ans Meer. Und warum fahren wir ans Meer? Weil wir diese Ferien kein einziges Mal dort waren. Blaues Wasser, blauer Himmel. Ab zum Bahnhof und an den Sandstrand. Na? Was ist nur mit euch? Du weißt doch, wir sind knapp bei Kasse. Keine Bange, überlass das nur mir. So, das ist jetzt ein bisschen unüblich für mich gewesen, so lange Cutscenes noch drin zu behalten, aber es geht mir noch was darum, euch was zu sagen. Also ihr könnt wegklicken, aber bitte hört noch kurz zu. Ich habe jetzt offscreen nochmal hingespielt, wenn man die ganzen Cutscenes überspringt, ist das ganz schnell. Und ich habe gemerkt, der Kampf läuft ohne Fraps wieder mal schön flüssig wie immer. Das heißt also, ich werde wahrscheinlich dieses Spiel streamen und ja, wenn ihr da zufällig mal reinschaut, seid ihr willkommen zuzusehen und sonst werde ich natürlich die Aufnahme wie immer speichern und dann als Let's Play wieder schneiden und rendern und veröffentlichen. Also ihr verpasst ganz sicher nichts. Gut, und sonst, wenn irgendwas sonst an der Quali ist oder wenn ihr Fragen habt, ja, das ist das Intro, das ist der Prolog. Man spielt jetzt etwa 3 Stunden lang nicht Sora, Goofy und Donald, sondern diese Recken hier. Das ist nicht schlimm, darauf habe ich mich gefasst gemacht, aber es macht Spaß und ich bin gespannt, was Kingdom Hearts für uns weiterhin bereithält. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bin offen für Kritik, also für konstruktive Kritik und wir sehen uns ganz hoffentlich im nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen, supporten wie immer, wenn nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und tschüss.